Elektronische Seekarten sind bei vielen schon an Bord. Der nächste logische Schritt in der technischen und digitalen Entwicklung sind Routing-Programme. Sie können aufgrund der Bootsdaten und der Wettervorhersage eine Route empfehlen und sind nicht nur Hightech-Helfer für Regattasegler, auch Fahrtensegler profitieren. Wir haben zwei Apps ausprobiert, zwei Routing-Apps oder Routing-Navigations-Apps für Segler, die einmal das Leistungspotenzial ihres Bootes mit Wetterberichten in Einklang bringen wollen und daraus eine Routenempfehlung haben möchten. Zwei Programme haben wir ausprobiert. Eins, das nur für Android vorhanden ist, das ist Sailgrip VR. Und ein anderes ist Squid Mobile. Diese beiden Programme haben wir ausprobiert während des 1000-Meilen-Races von Pitta, von Biograd nach Lefkas und wieder zurück. Da hatten wir Zeit, uns mit den Programmen und den nachher erfolgten Vorschlägen des Programms für die Routenwahl auseinanderzusetzen, ob das gut funktioniert, ob das schwierig ist, wie viel Können das verlangt, und das wollen wir Ihnen jetzt einmal kurz vorstellen. Man sieht es hier, den Startbildschirm beider Apps ist kartenbasiert, ganz klar mit Satellitenbildern relativ einfach. Man kann das aber auch umschalten bei beiden Apps, indem man sagt, ich möchte lieber eine Kartendarstellung. Das geht hier eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt in diesem Fall mal die Satellitendarstellung genommen, weil das besser ist. Was im Vergleich ganz interessant ist, ist, dass hier Sailgrip die Möglichkeit hat, Seekarten zu integrieren. Hier steht Navionics. Das heißt, wer auf seinem Tablet oder Handy Navionics-Seekarten installiert hat, kann diese in die App mit einbinden. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, wenn man nicht nur so grobe Landkarten haben möchte. Das geht bei Squid Mobile nicht. Ist man einmal in dem Screen, sieht man jetzt praktisch die Grundfunktion nicht gleich offensichtlich, aber die Navigation von Sailgrip ist eigentlich relativ straightforward. Das heißt, alles wird hier über die Seite aufgezogen. Es geht ein Menü auf, durch das man durchscrollen kann. Und hier sind alle Punkte, die wichtig sind, eigentlich erklärt. Das heißt, was soll angezeigt werden? Wie bekommt man Grip-Files? Dann soll man das Wetterrouting laufen lassen. Wetterkarten kann man runterladen, falls man nur das Wetter sehen will und nicht unbedingt das Routing. Settings und die üblichen Dinge. Was interessant ist, hier steht Help und Quick Start. Das Help-Menü und die Tutorials für Sailgrip sind deutlich besser als die bei Squid. Squid hat es auch, aber Sailgrip ist da ein bisschen weiter. Generell ist die Navigation hier sehr gut gelungen. Bei Squid funktioniert das hier über die einzelnen Punkte. Hier zum Beispiel geht das Menü zum Downloaden des Wetters auf. Hier kann man die Statistiken, wenn man statt Kurse und Wetter geladen hat, kann man hier Statistiken sehen zu dem Wetter. Und hier oben sind die einfachen Funktionen. Über den Cursor wird die eigene Bootsposition angeschaltet. Man kann einen Kompass einblenden, wo dann Course over Ground, Speed over Ground eingeblendet wird. Und hier sind die weiteren Möglichkeiten, die man hat, eben Einstellungen, Entfernungen abfassen, eine Route erstellen, persönliche Daten und so weiter. Ganz wichtig ist eigentlich hier der Shop nochmal. Der wird hier gezeigt. Ups, Moment. Die beiden Apps unterscheidet nämlich etwas grundlegend. Bei Squid bekommt man die App umsonst, aber wenn man Daten haben will, hochauflösende Wetterdaten für Europa, muss man ein Jahresabo abschließen, das, wie es hier steht, High Risk Europe 33,99 kostet. Und dann hat man für ein Jahr, kann man die App dann für Routing mit hochauflösenden Wetterdaten benutzen. Bei Sailgrip ist das anders gelöst. Sailgrip stellt weniger Wettermodelle zur Verfügung. Dafür bezahlt man für die App einmal 59 Euro. Und danach sind die Downloads der Wetterdaten lebenslang oder so lange, wie man die App halt benutzt, umsonst. Okay, wir versuchen jetzt einmal die App Squid Mobile als Versuch. Für die Strecke zum Routen nehmen wir die Strecke von Kroatien, von Biograd nach Lefkas. Die sind wir beim 1000-Meilen-Rennen gesegelt, deswegen soll das hier auch als Beispiel gezeigt werden. Und da gibt es eigentlich zwei wichtige Schritte, oder drei wichtige Schritte sogar. Man muss einmal dem Programm sagen, welches Boot benutze ich, also die Polardaten eingeben. Der nächste wichtige Schritt ist, dass man Wetterdaten runterbekommt. Und der letzte ist dann, dass man dem Programm sagt, welche Route man segeln will. Das machen wir jetzt einfach mal exemplarisch. Wir beginnen hier mit der Auswahl der Karte ungefähr. Das hat ungefähr diese Größe und sagen jetzt über diesen Knopf hier unten rechts, besorgen wir mal Wetterdaten. Das wird einmal angeklickt, dann sieht man hier den Kartenausschnitt, kann man definieren. Kommt gleich ein Screen, genau in dieser Größe.
da kann man dann sagen, ist der groß genug, der Ausschnitt? Wäre jetzt fast ein bisschen zu groß, man könnte ihn hier so ein bisschen reinschieben. Aber man darf ihn auch nicht zu weit reinschieben, sonst ist das, fällt der Weiterbericht am Display dann immer so ein bisschen raus. Wir sagen, okay, das ist das, was wir haben wollen, wunderbar, lad den runter. Man kann ihn jetzt benennen, brauchen wir nicht unbedingt. Und dann ist die nächste wichtige Auswahlfrage, welches Wettermodell soll benutzt werden? In diesem Fall ist das das Modell ECMWF Hürlam. Das ist das europäische Mittelfristvorhersageprogramm. Oder die Daten sind von dem. Und man kann dann hier über ein Pull-Down-Menü diverse andere Programme ausprobieren. Also zum Beispiel hier das amerikanische GFS-Modell oder das französische APEGE und AROM-Modell. Die sind von Meteo France. Und dann gibt es noch Icon EU, das ist das deutsche Wettermodell. So, also man sieht schon, das ist ein großer Unterschied zwischen Sailgrip und Squid. Bei Squid ist die Auswahl von Programmen, die es gibt, oder von Wetterdatenquellen viel größer als bei Squid. Squid macht sozusagen eine Vorauswahl für den User. Sailgrip macht eine Vorauswahl für den User und Squid sagt, wir wollen so viele Modelle vergleichen, wie es geht. Okay, wir haben uns für ein Modell entschieden. Jetzt können wir noch sagen, Windhöhe über 10 Meter über der Meeresoberfläche. Wollen wir den Luftdruck haben? Wollen wir die Wolkenabdeckung haben, Temperatur und so weiter? Kann man alles überlegen, ob man das haben will. Dadurch werden die Vorhersagekarten natürlich größer und brauchen mehr Platz beim Download. Das stört uns aber nicht, weil wir ja im WLAN sind. Hier kann man einstellen, wie lange der Bericht dauern soll, also für die nächsten 24 Stunden, 48, wir nehmen mal 72 Stunden, weil von Biograd nach Griechenland ist schon relativ weit. Man könnte hier noch einstellen, dass man sich das Ganze per Mail schicken lässt als komprimierte Datei. Das ist ganz gut, wenn man ein Satellitentelefon als Datenquelle benutzt. So, wir sagen, das reicht uns an Einstellungen, Download. Jetzt verbindet sich Squid mit dem Wetterserver und lädt die Wetterkarte runter. Was hier ganz schön ist bei Squid, das kann Sailgrip nicht. Das Wetter oder die Windsysteme werden mit diesen Windy-Animationsfilmen gezeigt, was eigentlich die Luftströmung sehr schön darstellt. Bei Sailgrip wird das nur mit den üblichen Pfeilen gemacht, das ist noch ein bisschen einfacher. Also das gefällt bei Squid schon sehr schön oder gefällt einem sehr bei der Nutzung eigentlich. Okay, jetzt haben wir einen Wetterbericht, den wir hier durchscrollen können. Wir können oben eine Liste aufmachen, wo man sieht die einzelnen Zeitschritte, man kann jeweils hinspringen. Wir gehen einfach zum Anfang wieder. Mit den Pfeiltasten links und rechts kann man da durchscrollen, je nachdem, wie man möchte. Und hier kann man dann auch schon ein paar Daten abrufen, die sagen, okay, das ist der ECMWF Hürlam-Wetterdienst, die Bewölkung wird gezeigt, Temperatur und so weiter. Wollen wir aber gar nicht sehen in dem Moment, ist okay. So, der nächste wichtige Schritt wäre jetzt, dem Programm zu sagen, wo fahren wir lang? Das heißt, wir machen eine neue Route, create a new route. Jetzt muss der Start und der Zielpunkt gelegt werden. Was relativ wichtig ist bei der Auswahl oder bei der Legung beim Legen der Route, dass man nicht man kann Wegpunkte eingeben, so viele man will, aber man sollte nicht so viele eingeben, damit das Programm bei der Wahl der Route nicht so eingeschränkt wird. Weil manchmal die Wetterroutenumwege, das Wetter so ist, dass ein Umweg sich lohnt. Insofern fangen wir jetzt einfach mal an und sagen, okay, es geht in Biograd los. Hier oben kommt der Startpunkt hin und wir legen das Ziel des Rennens, ist schon in Griechenland. Das heißt, es ist eine relativ weite Strecke natürlich, aber bei solch weiten Strecken sieht man die Vorteile der Routing oder die Unterschiede der Routing-Vorschläge besser. So, hier unten soll das Ziel sein. Jetzt werden noch einige Parameter abgefragt. Welches Wettermodell soll benutzt werden fürs Routing? Wir hatten uns eben für das ECWMF-Modell entschieden. Das stellen wir jetzt natürlich auch wieder rein. MyOcean Mercator ist eine Stromkarte. Die sollte man dazu nehmen. Wenn es ein Gezeitenrevier ist, kann man auch noch natürlich die Tiden dazu nehmen. Aber in diesem Fall ist es nicht nötig. Wichtig ist noch hier Parameters. Wir haben das Ganze für eine Bavaria 44 mal gemacht, mit 83% angesetzt. Diese sogenannten Polardaten des Schiffes kann man bearbeiten. Das heißt, ich muss dem Programm ja sagen, mit was für einem Boot ich fahre, damit es leistungsmäßig die beste Route aussuchen kann. Diese Daten, diese Grip-Daten, sind in beiden Programmen, in Sailgrip und in Squid, hinterlegt. Allerdings bei Squid sind es nur ungefähr 250 Bootsdatensätze.
In Sailgrip VR sind es fast 500. Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Das heißt, da findet man sein Schiff wahrscheinlich eher. Und diese Polardaten kann man bei Squid sehr gut bearbeiten. Das heißt, man kann sich einfach, wenn man sein eigenes Schiff nicht findet, einen Satz runterladen eines ähnlichen Schiffes und den dann editieren mit einer Excel-Tabelle. Das geht hier relativ einfach, indem man auf den Stift klickt und dann geht eine Liste auf. Die kann man dann händisch bearbeiten. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um das Schiff, das man selber hat, an dieses Programm anzugleichen. Das geht bei Sailgrip so nicht. Da muss man über Einstellungen, wie viel Prozent der Leistungsfähigkeit das Polar haben soll, muss man das anders machen. Okay, wir haben jetzt hier gesehen, die Daten vom Schiff sind drin. Wir haben uns entschieden, wunderbar. Und sagen jetzt noch den Startzeitpunkt. Wir sagen, heute um 12 Uhr soll das Ganze losgehen. Okay. Dann fragt er noch, in welchen Abständen die Wetterdaten kommen sollen. In diesem Fall haben wir 60 Minuten, also jede Stunde neue Wetterdaten. Das ist natürlich relativ viel. Für eine Regatta wäre das sinnvoll. Aber wenn man nur einen Fahrtenturn macht, reicht auch eine Einstellung von allen 3 Stunden, 6 Stunden, je nachdem, wie oft man Wetterberichte haben will. So, jetzt sagen wir Compute Routing. Jetzt hat das Programm den ersten Routing-Vorschlag gemacht. Man sieht hier, die Strecke geht eigentlich relativ schnell aus dem kroatischen Küstenbereich raus, auf die italienische Seite rüber, in der Mitte der Adria weiter und führt dann relativ dicht an der Stiefelhacke vorbei nach Lefkas unten rum. Und Korfu wird relativ weiträumig umfahren. Man kann dazu noch sagen, es ist Strom eingestellt. Auf dieser Strecke steht, wenn man nach Süden fährt, an der Hacke von Italien praktisch ein leichter Südstrom. Deswegen wird das Programm wahrscheinlich da langfahren. Das ist praktisch eine taktische Variante. Was aber auch auffällig ist, dass sie halt relativ schnell aus dem Küstenbereich Kroatiens rausfährt. Das sieht man hier oben. Es geht praktisch direkt der Weg durch die Kornaten raus und so schnell wie möglich auf freie See. Das hängt in diesem Fall jetzt damit zusammen, wir haben jetzt nochmal das GFS-Modell eingestellt. Das ist das amerikanische Modell, das mit relativ großen Quadraten sozusagen die Welt aufteilt. Und die Kantenlänge dieses Quadrates, dieses Rasters sind 25 Kilometer gewesen für den Teil, den wir runtergeladen haben. Das heißt, regionale Besonderheiten wie Inseln und Abdeckung und so weiter werden da nicht so gut berücksichtigt. Das heißt, es ist immer eine gute Idee, wenn man im Küstenbereich segelt, ein Programm oder ein Routing, nicht ein Routing, sondern ein Wettermodell runterzuladen, das kleinräumig aufgelöst ist. Das wäre zum Beispiel Icon EU oder APESH mit kleinen Quadraten praktisch, die nur so, das geht von 6, 7 Kilometern bis runter auf 1 oder auch mit 12 Kilometern. Das ist in den Wettermodellen immer angegeben, dass man diese Modelle vergleicht. Dafür ist Squid eigentlich optimal. Sailgrip ist nicht dafür ausgelegt, so wahnsinnig viele Modelle zu vergleichen, sondern eher dafür, die Modelle, die der Programmierer für gut befunden hat, zu benutzen. Bei Squid hat man da ein bisschen mehr Freiheit. Man sieht jetzt hier bei der Route ganz schön eigentlich, direkt übersichtlich, was einen so erwartet. Nämlich am Anfang wird es ein Amwindkurs sein, wenn man dann zur italienischen Seite rüberfährt, wird es irgendwann achterlicher Wind, wird also ein bisschen einfacher. Und je weiter man in den Süden kommt, dreht er wieder auf etwa halben Wind. Und unten nach der Passage der Stiefelhacke von Italien wird es dann wieder eine Amwind-Geschichte sozusagen. Man kann auf einen Blick schon ganz gut sehen, hier am linken Bildrand sind, das kann man relativ weit auf und zu stellen, eine ganz gute Information zu sehen über diesen Turn, zum Beispiel das ETA, also geplant ist eine Ankunft am 23. Dezember 20.53 Uhr. Die Distanz sind 447 Seemeilen, so wie das Routing sie jetzt vorsieht, nicht Luftlinie, sondern das ist wirklich der Routing-Vorschlag. Und dann kann man sehen, die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windeinfallswinkel und so weiter, da kann man jetzt durchscrollen sozusagen mit diesen Tasten. Oder man lässt das Ganze, das ist eigentlich auch ganz nett, als Video ablaufen. Das heißt, das Schiff fährt dann die Strecke ab, die Strömungsdaten sind dazu synchronisiert. Das heißt, man sieht, aha, jetzt kommt ein Bereich mit wenig Wind und da kommt dann mehr Wind. Dieser grüne Bereich mit mehr Wind holt mich ein und schiebt mich dann eigentlich ganz gut weiter bis zum Sporn von Italien. Und da bleibe ich in dem Wind drin und dann wird es hellblau, das heißt, es wird flau. An der Küste Italiens wird man also ein bisschen in der Flaute hängen bleiben.
lässt man den Film dann weiter laufen, sieht man, dass wieder von oben Wind kommt. Und genau diesen Wechsel, also dass man, wo man Flautenfelder hat, warum zum Beispiel die App jetzt auf die Seite von Italien gefahren ist, weil da offensichtlich mehr Wind war, das kann man mit diesem Routing-Programm sehr gut sehen. Und wenn man dann mehrere Modelle vergleicht, hat man auch noch eine schöne Idee, welche Vorteile bietet und muss sich dann nachher vielleicht sogar entscheiden. So, jetzt haben wir mal in Squid drei Routenprogramme durchlaufen lassen, drei Wettermodelle durchlaufen lassen, um so ein bisschen zu zeigen, wie die Unterschiede sind, wie man das unterschiedlich dann dargestellt sieht. Es ist einmal nach GFS-Modell, einmal nach Hürlam und einmal nach Apeisch. Bei dem GSM-Modell reichte der Vorhersagezeitraum, der war falsch gewählt, nicht ganz aus. Da endet die Route deswegen kurz vor Italien, weil der Vorhersagezeitraum nicht reichte. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Es geht vor allen Dingen darum, dass man mal einmal sieht, wie unterschiedlich die Routenvorschläge sind. Man sieht jetzt hier also, dass das Modell, das hier gewählt ist, ist einmal das Hürlam-Modell, ist die lilane Route. Die rote Route ist GFS und die blaue Route ist GFS 56 in einer anderen Auflösung also. Das heißt, man sieht, es ergibt sich da ein ziemlicher Unterschied bei den Programmen in der Wahl der Route, was vor allen Dingen den Bereich nahe der Küste von Kroatien geht. Das heißt, ein Programm, am Anfang sind sie noch relativ ähnlich, aber dann so etwa auf Höhe von der Insel Wies, die man hier sieht, gehen sie dann ganz andere Wege. Da fragt man sich natürlich dann in dem Moment, was ist der richtige Weg? Da kann man zum Beispiel dann mal schauen. Das Hürlam-Modell ist kleiner aufgelöst, ist Europa konzentriert. Diese andere Route ist eine GFS-Route mit einem relativ großen Fenster, was die Auflösung der Rasterquadrate geht, in die Region oder die Welt aufgeteilt wird. Das heißt, man sieht die räumlich kleineren aufgelösten Modelle, sowohl das GFS 25 als auch das Hürlam-Modell, sagen, bleib dichter unter Land, bleib in der Nähe des kroatischen Landes. Das ist insofern ganz interessant, weil man sieht zwei europäisch lastige Modelle mit kleinerer räumlicher Auflösung, bleiben dichter unter Land, fahren nicht direkt rüber nach Italien. Das ist schon mal ein ganz interessanter Unterschied, den zu sehen. Würde mir als Navigator jetzt also sagen, okay, es gibt ja Unterschiede in den Modellen. Man muss erstens lernen, das richtige Modell zu benutzen, das GFS-Modell mit der großen Auflösung, das eher global ist, ist in diesem Fall offensichtlich anders als die europäischen und vielleicht dann nicht so die gute Wahl. Aber trotzdem bleibt ja auch immer noch ein erheblicher Unterschied zwischen den beiden kleiner aufgelösten Modellen, wie dicht man unter der Küste bleibt. Die Route, die Macher von Squid sagen in diesem Fall eigentlich eine nicht ganz befriedigende Lösung. Sie sagen, guck dir die Programme, guck dir die Routing-Vorschläge der unterschiedlichen Wettermodelle an. Sind sie relativ ähnlich? Kannst du davon ausgehen, dass die Wettersituation und die Interpretation dieser Wettersituation relativ ähnlich ist? Gehen sie weit auseinander, ist die Wettersituation etwas komplizierter und du selber musst dann entscheiden für dich als Navigator, welches Modell dir am besten gefällt. So kommen zum Beispiel bei Regatten dann halt auch Unterschiede in der Platzierung heraus, weil das eine Modell stimmte mehr, das andere weniger. Eine ganz gute Idee ist es dann zum Beispiel, dass man einfach in den Bereichen, wo die Modelle gleich sind, dieses Stück dann erstmal, dieses Anfangsstück zum Beispiel erstmal segelt bis Swiss und dann einfach schaut, welches Programm kommt denn von der Windrichtung und von der Windstärke besser hin und wie entwickelt sich der Wind dort. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist natürlich die Frage, ob, wenn der Wind auf, wie man hier sieht, von Südost, von Süden auf Swiss zuweht, ob man dann wirklich in der Abdeckung der Insel dahinter langfahren sollte, wie es das Hürlam-Modell vorschlägt. Das sind so Dinge, die man dann bei dem Programm noch zusätzlich einplanen muss. Es könnte da sein, dass das andere Modell, das einfach an der Westseite der Insel vorbeifährt, vielleicht doch die bessere Lösung ist. Solche Dinge spielen mit hinein. Da ist dann der Navigator mit seinen regionalen Kenntnissen nochmal gefragt. So, aber generell kann man natürlich ganz schön sehen, wenn man jetzt diese Modelle zurücksetzt auf den Starttag und sagt, so, ich möchte jetzt mal sehen, welches Modell ist schneller. Dann kann man das wieder als Film ablaufen lassen und sieht, wie die Schiffe langsam die Strecke angehen.
Kann man natürlich auch noch weiter reinscrollen, wenn man dann mag. Und sieht also, aha, dieses Hirlam-Modell ist am Anfang deutlich schneller. Da ist es mit dem GFS-Modell wieder fast gleich auf. Also man sieht schon Unterschiede. Man sieht jetzt auch, okay, das GFS-Modell bleibt eher auf der, in der windigeren Seite, auf der kroatischen Seite. Das Hirlam-Modell fährt auf die italienische Seite rüber. Später bleibt das GFS-Modell dann dichter unter Land, um den Strom dort vermutlich auszunutzen. Die zweite Routing-App, die wir vorstellen, ist SailGrip WR. Das ist die größere Version. Es gibt auch eine kleinere Version, die heißt SailGrip. Die ist kostenlos, da kann man sie sozusagen gut ausprobieren. Die SailGrip WR-Version ist kostenpflichtig, kostet 59 Euro. Ist damit etwas teurer als Squid. Hat aber den Vorteil, dass man, wenn man diese 59 Euro bezahlt, hat man praktisch lebenslang, solange man die App benutzt, Wetterdaten umsonst bekommt. Das ist ein grundlegender Unterschied, denn SailGrip legt Wert darauf, benutzt nicht so viele Programme, legt aber Wert darauf, dass die über den SailGrip-Server kommen, dass die kompakt sind, dass das schnell sind und das sozusagen vorausgewählt ist vom Programmierer. Denn arbeitet nicht mit so vielen Wettermodellen zusammen, wie das Squid tut. Squid hat deswegen auch keinen einmaligen Kaufpreis, sondern ein jährliches Subscription-Fee. Das heißt, man bezahlt im Jahr 39 Euro für hochaufgelöste Wettervorhersagen für Europa. Und die kann man dann jährlich verlängern oder eben aussetzen, je nachdem, wie man möchte. Das sind zwei Unterschiede, die sind wichtig zu wissen. So, startet man SailGrip WR, landet man eigentlich auf einem Startbildschirm mit einer Karte, an der man frei herumzoomen kann, die entweder in einer solchen Satellitenansicht ist, man kann sie aber auch ändern, so wie man möchte, über den Schalter hier rechts oben mit den beiden Dreiecken, wo man also sieht, okay, Map Type, man kann Satellitenbilder unterlegen als Grundlage, man kann aber auch sagen, wir möchten gerne einfache Karten, weil uns das nüchterner und lieber ist und weniger Daten verbraucht unterwegs. Man kann aber auch, und das ist eigentlich sehr angenehm, wie man hier unten in der Liste sieht, Navionics, also SailGrip kann auch elektronische Seekarten kombinieren. Das heißt, wer ein Navionics-Kundenkonto hat und dort schon Seekarten heruntergeladen hat, kann diese in SailGrip anzeigen. Das ist ein sehr schönes Feature, das Squid Mobile nicht hat. Das heißt, wer also wirklich gerne möchte oder unbedingt möchte, dass eine Seekarte unterlegt ist in der Routing-App, der sollte sich dann lieber für SailGrip entscheiden. So, was sieht man noch auf diesem Screen? Es gibt unten rechts den zentralen Button sozusagen, dieses rote Pluszeichen. Wenn man da drauf tippt, kann man folgende Schritte machen. Action ist es da genannt. Also zum einen, man kann einen Grip-File abfragen, Request a Grip. Auch diese App ist übrigens nur in Englisch verfügbar, nicht in Deutsch. Open Grip, wie man das File öffnet. Man kann eine Route, Create a Route, selber die Route, die man segeln will, eingeben. Und danach dann, wenn man einen Wetterbericht abgefragt hat und eine Route definiert hat, dann wird das Routing gemacht, Weather Routing. Das kommt dann als nächster Schritt. Und dann kann man natürlich in den Settings noch diverse Dinge tun, die wir uns vielleicht später nochmal angucken. Aber generell muss man sagen, dass SailGrip viel mehr Möglichkeiten hat, an den kleinen Stellschrauben zu stellen, zu drehen, das für sich selber zu personalisieren und mehr zu machen als Squid. Was vielleicht auch daran liegt, dass Squid, die App, ist etwas weniger lange auf dem Markt und wird auch noch weiterentwickelt. Da kommt sicherlich noch einiges, aber die etwas ausgefeiltere in den Untermenüs-App ist mit Sicherheit SailGrip. Bevor wir uns damit aber näher beschäftigen, gehen wir noch einmal hier auf die links oben auf den Menü-Button, wo man praktisch das Seitenmenü aufruft. Man kann es auch einfach über die Seite auf und zu schieben, dann kommt das rein. Und da sind eigentlich alle wichtigen Möglichkeiten, etwas einzustellen, drin. Man sieht gleich, das ist relativ viel. Ich will es auch nicht zu viel schon sagen, aber eine wichtige ist schon mal ganz oben, nämlich die GPS, NMEA und AIS-Daten zu nutzen. Das heißt, SailGrip kann verbunden werden mit den Geräten des eigenen Bootes, mit dem bordeigenen GPS, mit den bordeigenen Logge, Echolot, was immer man möchte, oder auch AIS. Das kann über WLAN gekoppelt werden, wenn die Geräte an Bord das können. So, und dann werden die immer in so kleinen Unterkapiteln praktisch die nächsten Einstellmöglichkeiten vorgestellt, was eine optisch und auch benutzertechnisch sehr schöne Sache ist. Also man kann sagen, dass die Menüführung
bei SailGrip etwas intuitiver ist als bei Squid, was allerdings auch daran liegt, dass es deutlich mehr Dinge zu einstellen gibt. Squid ist da etwas reduzierter aufs Wesentliche, nämlich auf die Wettermodelle und die Routen. Man kann also einschalten, ob man die Grip-Files sehen will, ob man Gezeitendaten sehen will, ob man Strömungsdaten sehen will. Man kann sich auswählen, ob man die Wetterdaten in Histogrammform sehen will oder in Fileform. Es gibt dann für die einzelnen Abfragen, also für die Grip-Abfragedaten nochmal das gleiche wie unten über das rote Menü. Beim Routing gibt es ja noch einige zusätzliche Möglichkeiten, zum Beispiel die eines Roadbooks. Das heißt, man kann die Daten für die Route sich später angucken. Man kann auch ein altes Routing wieder aufrufen, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann kommt ein sehr wichtiger Punkt, die Polardaten. Man muss ja, bevor man ein Routing benutzt und Wettervorhersagen in eine Kursberechnung einbezieht, muss man natürlich dem Programm sagen, was für ein Boot segle ich eigentlich. Ist das ein schnelles Boot, ist es ein langsames Boot, damit das in einem vernünftigen Verhältnis gesetzt wird. Deswegen gucken wir uns den Punkt mal an. Wenn man das Polar abruft, erscheint auch sofort ein grafisch sehr schön dargestelltes Polar, und zwar von einem Boot, wie man hier oben sieht, der Bavaria 46 Cruiser. Dazu muss man sagen, bei SailGrip sind fast 500 Polardaten von Yachten hinterlegt bereits. Das heißt, die wurden über Konstrukteure und Vermessungsbüros sich besorgt. Und hier ist ein ganzer riesen Haufen von Schiffen schon drin. 450 oder 460 sind es, glaube ich, im Moment. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sein eigenes Schiff da zu finden, sind schon mal recht gut. Dann kann man noch einstellen, von welcher Windgeschwindigkeit, also in diesem Fall von 6 Knoten bis 30 Knoten ist das Polar. Man kann noch einstellen andere Schritte, je nachdem, was einen interessiert. Vielleicht sagt man, 6 Knoten Wind ist mir eh zu wenig, ich möchte andere Daten haben, dann kann man das einstellen. Ist aber nicht wirklich wesentlich für uns. Was wesentlich ist, SailGrip erlaubt, Polare zu benutzen und daran einzustellen, wie viel Prozent man davon erreichen will und so weiter, dazu später noch etwas mehr. Aber man kann nicht sein eigenes Polar reinladen in die App. Das ist eine Funktion, die die Squid dafür kann. Und bei Squid ist es mit einer Excel-Tabelle auch relativ möglich, diese Daten zu bearbeiten. Das heißt, wenn man von bekannten Freunden irgendwie einen Polardatensatz bekommt, der dem Boot ähnlich ist oder der das gleiche Boot ist, und man möchte aber das ein bisschen anpassen, weil das Boot anders ausgerüstet ist, kann man das da sehr fein im Detail tun. Das geht bei SailGrip nicht, da geht das über die vorgefertigten Polardaten. So, dann kommen wir noch einmal weiter zu dem Menü. Dann gibt es hier das Wetterkartenmenü, haben wir auch schon gehört, Wetterkarten laden. Man kann halt auch nur eine Wetterkarte sich anzeigen lassen, es muss nicht immer eine komplette Routing-Version sein. Dann kann man sich Seezeichen anzeichnen lassen, wenn man denn welche in seinem eigenen Seekarten hat. Ansonsten werden Karten von anderen, von frei zugänglichen Datenbanken benutzt, und das ist nicht so zuverlässig. Recht gut ist hier dann auch das Quickstart- und Help-Menü. Da muss man deutlich sagen, dass SailGrip eine sehr gute Help- und Tutorial-Version hat, die bei Squid noch ein bisschen verbesserungsbedürftig ist. Also man kann praktisch hier über ein Programm, es wird sogar in der App vorgeschlagen, dass man so ein kleines Tutorial einmal durchmacht, indem man alle Funktionen einmal so kennenlernt. Das ist eine feine Sache, sollte jeder einmal zum Start machen. Und das kann man auch jederzeit später wieder aufrufen. Und dann gibt es noch ein Help-Tutorial-Feature, das auch sehr gut gemacht ist. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Routing mal. Ich habe hier das Mittelmeer, die Adria und das Ionische Meer aufgerufen, weil das Beispiel für die Geschichte in der Yacht, in der wir die beiden Programme ja verglichen haben, waren das Pitta 1000-Meilen-Rennen, das uns von Kroatien nach Griechenland, genauer gesagt nach Lefkas geführt hat. Deswegen suchen wir jetzt mal ungefähr diese Abdeckung raus. Es wird die Wetterdaten werden in der Größe heruntergeladen, in der der Bildschirm jetzt ungefähr ist. So, jetzt sagen wir möchten gerne einen Grip runterladen. Dann kann man hier diverse Sachen einstellen, zum Beispiel wo diese Daten herkommen sollen. In diesem Fall haben wir jetzt den SailGrip Server ausgewählt. Man kann aber auch andere Quellen benutzen, je nachdem, über Iridium, über SailDocs, via E-Mail oder über Great Circle. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
Am einfachsten ist sicherlich die SailGrip-Version. So, jetzt fragt er, welches Wettermodell wir benutzen wollen. Da gibt es eine ganze Reihe zur Wahl. Wir starten jetzt einmal, weil wir uns in Europa bewegen und SailGrip sich sehr auf die französischen Modelle verlegt hat. Einmal auf Apeche, das ist ein französischer Wetterbericht. Der französische in einer räumlich kleineren Auflösung. Hier gibt es eine 0,5 und eine 0,1 Grad Auflösung. Darunter ist noch ein erwähnenswerter anderer Bericht, das ist Arome. Das ist auch vom französischen Wetterdienst eine Vorhersage, die ist sehr regional. Die hat eine Auflösung von nur einem Kilometer. Das heißt, das Gitternetz, in das sozusagen das Mittelmeer da in diesem Fall dann aufgeteilt wird, hat Kantenlängen von nur 0,1 Grad. Das berücksichtigt also lokale Besonderheiten und topografische Effekte besser als ein Modell mit großen Quadraten. So, wir haben gesagt, das gefällt uns, dieses Modell. Timestep, in welchem Abstand sollen die Grip-Files erstellt werden? Es geht von einer Stunde bis 24 Stunden, also einmal tägliche Vorhersage oder stundenweise. Da muss man selber so ein bisschen wissen, wie genau man das braucht. Regattasegler würden sicherlich auf eine Stunde einstellen, aber da wir jetzt für Fahrtensegler das mal machen, sagen wir 3 Stunden oder vielleicht sogar 6 Stunden sind uns eigentlich völlig ausreichend. Dann fragt das Programm, wie lange sollen die Daten in die Zukunft reichen? Wir sagen mal, es ist eine relativ lange Strecke, 5 Tage als Sicherheit nehmen wir mal, falls wenig Wind ist. Nach Griechenland sind es ja immerhin fast 500 Meilen. So, dann gibt es noch diverse Informationen über das File, das man gleich runterlädt. Das ist ganz interessant. Hier sagt er Grip File Properties, das heißt, das zu erwartende File wird ungefähr 5 Megabyte, 5000 Kilobyte sind 5 Megabyte, wird ungefähr 5 Megabyte groß sein. Das ist jetzt, wenn man Festnetzabdeckung oder Handyabdeckung hat, nicht weiter schwierig. Aber wenn man zum Beispiel ein Satellitentelefon benutzt, ist das schon relativ viel. Dann kann man das verkleinern, indem man entweder die Stundenabstände verringert oder die Tage, für die man das herunterlädt, weiter ein bisschen kürzt. Also da gibt es Möglichkeiten, das zu beeinflussen. So, jetzt wird einmal ein Grip-File geladen. Das ist jetzt schon passiert, das ist ja schön. Man kann hier unten eine Animation starten und das File sehen. Das werden wir noch einmal, ich hatte vorhin das einmal ausgeschaltet, kleinen Moment, so. Die Grips sollen aber angezeigt werden. Also stellen wir das wieder hier ein. So, jetzt werden die Grip-Files angezeigt. Wenn man jetzt auf diesen Play-Button drückt unten, läuft eine Animation ab, die zeigt, wie sich die Windpfeile entwickeln. Diese Darstellung mit den Pfeilen ist natürlich jetzt ein bisschen unschön in Zeiten von Windy. Diesen strömungsanimierten Film, die viele Segler mittlerweile gewohnt sind, die gibt es hier für SailGrip noch nicht. Die gibt es aber bei Squid. Das ist eine schönere Möglichkeit natürlich zu sehen, was ungefähr passiert. Das machen diese Pfeile zwar auch deutlich, aber die bessere optische Version ist natürlich die von SailGrip. So. Man braucht aber diese Pfeile nicht unbedingt immer sehen. Das ist nachher auch ein bisschen hinderlich beim Routing, deswegen schalte ich sie nochmal einmal ab. So. Also, wir haben Daten. Jetzt brauchen wir eine Route. Wir sagen, diese Route heißt, ich habe schon eine getestet, Route 2. Nein, er soll nicht bei der GPS, sondern er soll da starten, wo die Route wirklich losgeht. Und zwar, das war für die Regatta Biograd. Wir nähern uns jetzt hier Biograd. Klicken einfach in die Karte und sagen Add Waypoint to Route. Dort wird ein Markierungspfeil gesetzt. Und jetzt müssen wir das Ziel noch markieren. Man sollte nicht zu viele, man kann jetzt natürlich noch Wegpunkte definieren. Man sollte allerdings am Anfang nicht zu viele Wegpunkte setzen, weil wenn man sehr viele Wegpunkte setzt, kann es sein, dass das Programm, hier unten ist die Insel Lefkas, Ziel sagen wir es hier, wird ein weiterer Waypoint gesetzt. Dann zeigt das Programm erstmal eine direkte Linie auch über Land an. Das ist nicht weiter schlimm. Es geht ja nur darum, dass er weiß, wo Start und Ziel ist. Und jetzt muss man dem Programm sagen, welche Wetterdaten dazu zur Verfügung stehen. Route steht fest. So, Moment. Dann. Jetzt müssten wir nur noch ein Weather Routing laufen lassen. Das heißt, wir wollen jetzt die Bootsdaten, die Grip-Files und die Route, die wir nun definiert haben, wollen wir jetzt im Zusammenspiel mit dem Programm einen Kursverschlag haben. Das heißt, wir drücken hier auf Weather Routing. Dann kommt ein Fenster auf, in dem wieder gefragt wird, wie soll die Route heißen. Natürlich, Start Date nehmen wir jetzt den heutigen Tag.
Zeit nehmen wir einfach 12 Uhr. Maximal Routing 4 Tage sollte reichen, um von Biograd nach Griechenland zu segeln. Zumindest so, wie der Winter gerade aussah. Man kann auch noch ein zweites Windfile dazu laden, von dem man sagt, das ist, ich möchte gerne zwei Optionen haben. Das ist eigentlich eine sehr schöne Option von SailGrip. Wenn nämlich das zweite Modell feiner auflöst als das Hauptmodell, das man benutzt hat, greift in den Bereichen, wo das feinere Modell zur Verfügung steht, das Programm automatisch auf diese Daten zurück. Das ist eigentlich eine ganz clevere Lösung. Das Loaded Windfile haben wir gesehen, war APH Europe. So, man kann jetzt sagen, man kann die Windgeschwindigkeiten erhöhen. Das kann auch Squid, wenn man sagt, die Vorhersagen sind immer zu niedrig. Wir haben von den Programmierern von Squid gehört, 105% sei deren übliche Zahl dafür. Kann man aber selber halten, wie man möchte. So. Jetzt kommt hier nochmal zum Checken das Polar der Bavaria 46 Cruiser. Das ist das Schiff, das am nächsten unser 45er kam. Deswegen haben wir das benutzt. Und dann kann man relativ viel einstellen. Das geht bei Squid auch, aber hier bei SailGrip gibt es noch mehr Möglichkeiten, das zu verändern. Zum Beispiel die Polareffizienz unter 10 Knoten Wind, über 10 Knoten Wind, über 20 Knoten Wind. Polar Night Efficiency Loss, also wird das Schiff nachts langsamer gesegelt, weil man vielleicht sich nicht mehr traut, voll zu fahren und reft früher oder irgendwelche Geschichten. Das heißt, da kann man noch ein bisschen einstellen, was man haben will. Wir haben das schon mal auf 85% runtergestellt, weil das uns von den Konstrukteuren empfohlen worden war, ungefähr als Satz. Man sieht, man kann ja noch ganz viel einstellen, dass man das Land, die Festlandlinie meidet. Man kann No-Go-Zones wie Verkehrstrennungsgebiete oder ähnliches deminieren. Windlimits, man kann hier noch diverse, ein Tag or Guide Penalty, das heißt, man kann sagen, ob man eine Wende oder Halse, so viel Zeit, wie viel Zeit das kostet, dafür einen Straf oder einen Zeitverlust praktisch einplanen. Es gibt also wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, das so anzupassen, wie man will. Ich hatte es schon erwähnt, SailGrip geht da sehr tief. Squid ist da ein bisschen reduzierter. So, die groben Einstellungen haben uns gefallen. Jetzt sagen wir Run. Jetzt fängt das Programm an und zeichnet eine Route. Doch, so, da war sie jetzt kurz verschwunden. Jetzt ist die Route angezeigt. Man kann sich das Ganze ansehen und erkennt auf einen Blick relativ gut jetzt schon, was der Vorschlag ist. Die blaue Linie ist die Route, die das Programm vorschlägt. An den Windpfeilen, die an diese Route rangezeichnet sind, kann man relativ klar gleich sehen, was einen wo ungefähr erwartet. Und nun kann man dieses Routing als Video abspielen lassen. Das heißt, man gibt einmal ein, zeigt doch mal, wie das hier funktioniert, und dann segelt das Schiff nach den einzelnen Zeitschritten, die wir eingegeben haben, diese Route ab. Man kann das jederzeit stoppen und auch wieder zurückspulen oder vorspulen. Das ist eigentlich relativ gut. Und hat jetzt eine Idee, wie es denn ungefähr werden wird, weil man weiß, die Windpfeile sind am Anfang uns entgegen, das heißt, wir segeln am Anfang am Wind, dann wird hier nach der Wende wird auch am Wind gesegelt. Erst später, eigentlich an der Hacke von Italien, dreht der Wind dann irgendwann auf achterlichen Wind und es wird vielleicht mal ein bisschen anders, das Segeln angenehmer. So, das ist das, was das Programm macht. Diese grauen Linien, die so ein bisschen wie Wellenbilder aussehen, das sind sogenannte Isochrone, die einen mögliche Ziele im Abstand von den gewählten Stundenabstand wählen. Man kann diese Darstellung zuschalten oder abschalten. Das ist Geschmackssache, würde ich sagen. Okay, man hat jetzt einen Routenvorschlag. Würde man jetzt lossegeln, würde die eigene dargestellte App vom Boot, also das eigene Symbol vom Boot würde dann losfahren und immer angezeigt werden im Vergleich zur Route. Man kann dann hier durch diesen, wenn man den Film nicht laufen lassen will, kann man für sich selber ganz einfach dann sagen, okay, ich fahre jetzt los und springe auf die Zeit. Oben wird sie angezeigt, 19. Dezember, also heute Abend um 18 Uhr. Wo bin ich? Um 19, 20 Uhr, 22 Uhr. Das heißt, man kann dann selber die Position des Routings jederzeit sehr angenehm mit der eigenen Bootsposition vergleichen und damit sehen, ist man ungefähr so schnell wie das Routing oder bin ich vielleicht, hänge ich hinterher oder bin ich sogar schneller als das Routing.
Das ist ganz wichtig. Man muss irgendwie die eigene Leistungsfähigkeit und das Routing einigermaßen in Synchronisation bringen, weil es nützt ja nichts, wenn man selber immer Meilen oder Tage hinter dem Routing hinterherfährt und dann vielleicht die geplanten Manöver, wie zum Beispiel diese Wände hier unten, gar nicht mehr richtig funktionieren. So, das wäre jetzt sozusagen die eine Möglichkeit, die zeigt, aha, ich soll relativ schnell von der kroatischen Küste wegfahren und in der Mitte der Adria segeln und fahre dann eigentlich bis zum Stiefel von Italien und dann relativ dicht unter Land an der Küste von Albanien runter nach Griechenland. Das wäre ein Routing-Vorschlag, der dann praktisch die Wettergegebenheiten optimal nutzt. In dem kleinen blauen Fenster rechts oben in der Ecke sehe ich Startzeit 19. Dezember 12 Uhr. 23. Dezember 0.41 Uhr sollte ich ankommen. Die Dauer des Turns wären 3 Tage, 12 Stunden, 42 Minuten. Diese Daten sieht man auch nochmal links im Fenster. Da sieht man auch mal, dass die Bavaria 46 Cruiser eingestellt ist. Das ist also eine ganz übersichtliche Art und Weise. Die positive Möglichkeit dieses Programms oder aller Routing-Programme ist natürlich, dass man jetzt mehrere Wetterberichte und damit auch Routing-Vorschläge vergleichen kann. Das heißt, wir wollen für diesen Turn noch ein weiteres Programm sehen. Deswegen sagen wir möchten gerne ein neues Routing machen. Und zwar nehmen wir mal ein anderes Modell. Statt Apache Europe nehmen wir mal das amerikanische Modell GFS. Und zwar das große Modell, das etwas größere Fenster hat und weniger von den lokalen Gegebenheiten berücksichtigt, weil wenn wir auf der Mitte der Adria sind, ist das nicht mehr so wichtig. So, jetzt haben wir auf Sailgrip VR mal zwei Routing-Modelle laufen lassen. Das grüne Modell, die grüne Route ist das Modell Apache. Die blaue Route ist das GFS-Modell. Man kann jetzt hier oben rechts im Bild sind diese beiden Routen dargestellt. Da sieht man gleich, okay, die eine Route sagt 4 Tage, 10 Stunden, 58 Minuten. Das Apache-Modell sagt 4 Tage, 4 Stunden, 21 Minuten. Das ist also ein Unterschied von der Dauer. Die Routenwahl sieht man jetzt so auf den ersten Blick, geht dann doch nicht so weit auseinander. Man entscheidet sich zwar, ob man an Wiss westlich oder östlich vorbeisegelt. Das ist noch ein nicht unerheblicher Unterschied vielleicht bei Südwind, wie er hier auf beiden Modellen gezeigt wird. Man könnte denken, dass man bei dem Apache-Modell vielleicht in die Abdeckung kommt. Vielleicht gibt es dort aber auch günstige Fallwinde oder irgendwas in der Art. Das ist schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall ist da schon mal ein sichtbarer Unterschied. Ansonsten sind die Modelle auch bei hier unten, bei Lastorobot ist noch einmal ein Zacken drin, da geht es halt darum, praktisch wann gewendet wird. Das sind wahrscheinlich eher kleinere Unterschiede, die nicht so wichtig sind. Aber sehr einig sind sich die Modelle offensichtlich darin, dass man dicht unter Land die italienische Küste runterfährt, um den Strom dort wahrscheinlich auszunutzen und danach rüberzufahren. Nach der Südspitze hinter Otranto dann rüberzufahren und nicht zu dicht unter Korfu lang zu fahren. Das ist relativ ähnlich. Jetzt kann man genau, wie das auch bei Squid selber geht, relativ einfach hier dies abspielen lassen, wenn man jetzt losfahren würde. Jetzt fahren die beiden Modelle sozusagen los. Wenn man selber jetzt mitsegeln würde, kann man jederzeit seine Position, die dann natürlich im Programm angezeigt wird, im Verhältnis zu den beiden Routing-Modellen vergleichen. Das muss auch nicht als Video sein, man kann halt auch stoppen und das Ganze genau wie bei Squid dann mit den Pfeiltasten stundenweise durchspielen und sieht dann, wo die Boote zu der Zeit sind, kann sehen, was das Programm zu dieser Zeit, dafür ist links oben der schwarze Kasten da sieht man also, zu diesem Zeitpunkt sollte der Wind mit 5 Knoten aus 162 Grad wehen, die Böenpotenzial liegt bei 8 Knoten. Speed over ground schätzt das Programm, würde man dann 4,5 Knoten schaffen. Gesteuerter Kurs wären 216 Grad. Das ist sozusagen das, was dann möglich ist. Man kann das Ganze auch noch als Roadbook anzeigen lassen, das hatten wir auch gezeigt. Als Steuermann kann man sich dann an so etwas genauer, praktisch als Selbstkontrolle für die Leistung oder für die anstehenden Manöver, kann man sich das selber angucken. Aber ansonsten
ist diese Art und Weise des Routings, glaube ich, sehr übersichtlich und ermöglicht es dem Navigator oder dem Skipper, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, bei einer längeren, vor allem bei längeren Passagen, es lohnt sich aber auch schon bei Passagen von einem Tag etwa, dass man eine Idee dafür bekommt, wie man Flautenlöcher umfährt, wie man Starkwind meidet, wie man vielleicht hohen Seegang meidet, welche Route die effektivste ist, gerade bei Überführungsturns wie hier zum Beispiel, ist das eine feine Sache. Und ich glaube, dass alle Segler, die ein gewisses Wetterlevel erreicht haben, für die das eine feine Sache ist, man entwickelt sich als Skipper und als Navigator eindeutig durch die Benutzung dieser Programme weiter. Ganz interessant für die Steuerleute des Schiffes ist dann noch die Möglichkeit, ein Roadbook, ein sogenanntes Roadbook zu erzeugen, was nichts anderes ist, das kann man hier sehen, als dass es mir einen minutiösen Plan zeigt, zu welcher Uhrzeit ich welche Windstärke zu erwarten habe, aus welcher Richtung sie weht, was für einen Kurs ich steuern muss, wann Manöver gefahren werden müssen und das für die ganze geplante Strecke. Das ist eigentlich, hier gibt es dann die Möglichkeit, viele Waypoints zu setzen. Das ist für den Steuermann manchmal ganz schön, weil er kann dann sehen, was ist hier die erwartete Windgeschwindigkeit, was weht es in Wirklichkeit und was sollte ich dann segeln. Da kann man also vergleichen, ob das Modell daneben lag, in dem es vielleicht viel stärker oder viel schwächer weht als erwartet. Oder wenn es so weht, wie ich es erwartet habe, ob ich den Speed auch schaffe, als Kontrolle sozusagen für die Crew. Das ist eigentlich ganz interessant, natürlich für Regatten. Die Roadbooks sind sehr unterschiedlich dargestellt. Das Roadbook hier wird in einer sehr nüchternen Form gemacht, aber dafür mit vielen Details. Bei Sailgrip ist es etwas vereinfacht. Die Windrichtung wird mit Pfeilen und Farben dargestellt. Es wird auf einige Angaben verzichtet, aber funktionieren tun die beide so. Und Sailgrip hat auch immer noch ein kurzes Roadbook zu bieten, das sozusagen eine abgespeckte Version nochmal zeigt. Also da sind nochmal die Daten für das Routing zusammengefasst, welches Wettermodell benutzt wurde, die Finishzeit, wie lange man braucht, 3 Tage, 7 Stunden, Startzeit, zu erwartende Maximalböen und so weiter. Das ist eigentlich ganz schön. Aber Squid hat da auch noch etwas im Ärmel, was Sailgrip wieder nicht kann. Man kann nämlich zum Beispiel für den zu erwartenden Turn Statistiken abrufen. Das heißt, ich kann in dieser Tabellenform sehen, bei dem Modell, was für Wind wird da, ist da vorhergesagt. Man kann auch noch die Wolkenabdeckung sich zeigen lassen oder die Temperatur, wenn man denn möchte. Und das sind eigentlich ganz, ganz interessante, auch den Luftdruck, wenn man ihn braucht. Das ist jetzt nicht so furchtbar wichtig für uns, aber man kann all diese Daten dazuschalten und erhält dann ein Bild, das irgendwie so auch ganz stimmig ist für die Leute, die das gerne in einer grafischen Form haben möchten.